So, wer sich fragt, warum ich jetzt nichts gesagt habe, oder wer dieses nervige Piepen, Summen und Knacksen im Audiosystem wahrgenommen hat, ja, das nervige Piepsen, Summen und Knacksen ist die Begründung, warum ich nichts gesagt habe. Ich weiß ehrlich nicht, woher es kommt. Ich habe jetzt x-mal irgendwas umgesteckt und es ist immer noch da und es nervt tierisch. Aber, ja, da wollen wir jetzt nicht hin. Also, ja. Hallöchen und willkommen zurück zum Let's Play Supremacy 1914. Es gab eine kleine Änderung. Ich bin an Tag 2 nicht zur Aufnahme gekommen. Deshalb steigen wir jetzt hier bei Tag 3 ein. Ja. Ach, Moment, gleich mal neu hier. Der Name unserer Allianz lautet nun Nord-Süd-Allianz. Schön. Der Name meiner Allianz lautet Arabien. Denn, wie ihr sehen könnt, fällt der Kaukasus gerade schön übers Osmanische Reich her. Ich habe ihm schon gesagt, er soll seine Truppen an einer Stelle zusammenziehen, als Riese, Rize oder wie auch immer noch nicht gefallen war. Ja. Da hat er einfach nicht reagiert. Immer noch den schlechten Schachzug mit Bulgarien hier gehabt, aber naja. Was will man machen? Kaukasus weiß ich nicht, ob wir uns mit dem gütig stellen sollen oder ob wir den gleich überrennen sollen, solange er noch geschwächt ist durch den Feldzug. Sieht allerdings schlecht für uns aus, da er bereits über ein Artilleriegeschütz verfügt. Ebenso wie das Osmanische Reich. Das wurde übrigens nicht überrannt, weil es hier auf dieser Spur steht. Und diese Truppen, die kaukasischen Truppen anscheinend gerade automatisiert hier langlaufen. Ja. Und der Spieler selbst anscheinend nicht anwesend zu sein scheint. Ah. Hier. Nikosia gehört jetzt noch dem Osmanischen Reich, was ja vorher Sibirien war. Ne, unser Sibirien-Spielfehler. Und wir, beziehungsweise ich nur, musste offscreen schon mal Damaskus angreifen, um dieser Gefahr zu entgehen, dass Kaukasus sich wirklich auch noch in diese Richtung hier ausbreitet und mir die Provinzen hier wegschnappt. Ja, und wie man sehen kann, haben wir halt schon Damaskus eingenommen. Unser Vermögen hat sich schön erhöht auf 215.901 Pfund. Ja, Tal Afar habe ich mal zuerst angegriffen, habe dann gleichzeitig hier noch die Panzerwagenbrigade AF9 stationiert, nur zur Sicherheit, falls er die Truppen von Palmyra nach Atanfo rüberzieht und dort angreift. Ja, mit 52 Mann habe ich Damaskus angegriffen, beziehungsweise 52 Brigaden. 46 sind noch übrig. Erledigt haben wir 24, sieht man hier unten. Kills 24. Ja. Eben ziehe ich nochmal ein paar Truppen nach Atanfo, sammle die dort, kann währenddessen aber auch schon mal mit meinen Truppen Beirut einnehmen. Einen Moment, ich muss kurz gucken. Ja, und wir brauchen Holz, um ein Wehramt zu bauen. Ist gleichzeitig mal. Das ist schön, die Moral ist steigend. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt Truppen in diesem Gebiet zu stationieren, sondern die Moral wird von selber steigen. Upsala. Nicht nein, sondern ja. Ja, ich möchte kaufen. Ja. So. Hätten wir das hier. Das gleiche wahrscheinlich nochmal genau. In Tal Afar. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Dadurch, dass es gab übrigens eine Neuerung. Ich weiß nicht, ob das im letzten Video schon von mir gezeigt wurde. Ostalgerien ist jetzt Mitglied dieser Allianz hier. Frankreich auch wohl, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Ja. Und Westlibyen, also der Spieler, der mir schon in einem anderen Spiel bekannt ist, hat jetzt doch Portugal angegriffen. Diese drei Provinzen von Portugal erobert. Hier oben passiert gerade nichts. Also Spanien scheint Portugal noch nicht zu überrennen. Hätte ich eigentlich gedacht, aber. Ne? War wohl nicht. Frankreich, um das Weltgeschehen etwas im Auge zu behalten, fällt inzwischen in Deutschland ein. Ja, normalerweise ist der erste Schritt von beiden immer hier Belgien einzunehmen. Aber das sollte wohl nicht sein. Deutschland währenddessen, würde man sagen, inaktiv geworden. Hoffnungslose Lage. Franzosen stehen kurz vor Berlin. Daraus wird, glaube ich, nichts mehr. Ist auch eine ziemlich schwierige Startposition als Deutschland, muss man sagen. Man hat sehr viele Minus. Und ja.
gibt's sonst noch? Genau. Schweden überrennt gerade Norwegen. Beziehungsweise Norwegen Schweden. Oder ja, mehr oder minder Pattsituation. Also Norwegen hat mehr Provinzen gut gemacht als Schweden. Schweden hat lediglich Rana eingenommen. Wegen Norwegen in Östersund, Malung und Karlstad schon eingefallen ist und kurz vor Stockholm steht. Also ich denke mal, Norwegen wird hier siegreich hervorgehen. Es sei denn, diese abgeschnittenen Provinzen fallen jetzt noch an Schweden oder Finnland mischt sich ein. Aber Finnland ist gerade hier auf Nordrussland-Feldzug. Kostomuschka, Muksha oder Schlag mich tot. Und Kandalaskaja, oh Gott, sind bereits an Finnland gefallen. Ja, also die Provinzen gehören Nordrussland schon nicht mehr. Und ja, wie es hier mit Russland steht, das weiß ich nicht. Ich würde aber mal vermuten, aufgrund dessen, dass die Hauptstadt hier gleich in der Nähe ist, St. Petersburg, das ist eine sehr schlechte Position oder Moment. Nee, Viborg. Nee, ich glaube, das gehört sowieso schon zu Finnland, Viborg. Naja, hier hätten wir St. Petersburg und es wäre ein leichtes Ziel, gleich hier rüber zu marschieren und das größte Beutegeld einzuheimsen. Naja, aber wir müssen uns sowieso erstmal unseren Situationen hier unten widmen. Sprich dem Problem Kaukasus und Osmanisches Reich. Reagieren tut er überhaupt nicht und sein Artilleriegeschütz konnte jetzt auch nicht wirklich viel gegen die Truppen ausrichten. Ja, was wollen wir mal machen, ne? Unaufmerksamer Spieler, würde ich sagen. Naja, wie dem auch sei, wir versetzen halt, wie gesagt, unsere Truppen. Schau mal kurz, wir haben noch 2561 Eisenerz. Das gekauften Lagerbestände reichen wir 20 Stunden 44 Minuten. Ich überlege gerade, was wir damit machen können, denn so viel ist ja noch nicht freigeschaltet, was wir hier nutzen können. Ja, es gibt noch keine Eisenbahn, Werkstatt kann noch nicht zur Fabrik ausgebaut werden. Für Häfen reicht es noch nicht, allerdings könnten wir was dazu kaufen. Und es ausreichend machen, naja, so in etwa. Ja, aber es ist mir doch zu hoch im Preis. Würde ich lieber sagen, verschwenden wir hier nochmal ein bisschen Geld, um da auszubauen. Wir haben sie ja deaktiviert, sieht man an dem Zeichen. Wir haben unsere Kaserne deaktiviert, das heißt, sie verbraucht nicht mehr so viel Getreide. Und wir sind mit dem Getreide schon wieder im Plus. Das kam jetzt. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Wir haben noch gar keine Lebensmittelprovinz eingenommen. Also ich weiß, dass wir irgendwo im Minus waren. Ach ja, genau. Im Minus waren wir unter anderem durch die Kaserne. Die habe ich dann ausgeschaltet, dadurch sind wir jetzt im Plus. Würde ich mal sagen, kurzen Blick nochmal hier rauf. Wahrscheinlichkeit eines Aufstands 8%, grau gefärbt, das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr steigen oder ist nicht mehr wackelig, wenn man es so schön sagen darf. Steigen, Moraltrend, das ist sehr schön. 25%. Wir gucken mal kurz, was passiert. Genau. Wir gucken mal kurz, was passiert. Wenn wir die Truppen abziehen, dann sind es schon 36% Aufstandsgefahr. Ich denke mal, aber damit können wir leben. Hier sieht man auch Wehramt gerade fertiggestellt. Kaserne nun verfügbar. Aber ich denke mal, die werde ich hier noch nicht einbauen. Wenn, dann würde ich die Kasernen aus Sicherheitsgründen hier in den inneren Provinzen hinbauen, die wirklich außer Gefahr sind, was das Bombardement von See angeht. Und Truppeneinfall im Falle dessen, dass unsere Provinzen hier fallen. Ich hab's halt auch mit Fallen. So, Werkstatt könnten wir. Mache ich aber noch nicht. Ich will ein bisschen, was das Eisenerz angeht, jetzt entweder auf Festungen oder auf Eisenbahn ansparen, wenn es soweit ist. Und ja, ich würde dann mal sagen, 0% Aufstandsgefahr klingt doch schon mal sehr schön und wir können mit unseren erfahrenen Truppen, die schon 24 Kills hinter sich haben, auch mal Beirut einnehmen. Hinzu muss man sagen, der Kampf hat wirklich, wirklich erstaunlich lange gedauert, dafür, dass ich hier 52 Mann gegen eine einzige Brigade hatte kämpfen lassen. Also, ich habe einmal reingeschaut, da war halt nur noch die eine syrische Brigade übrig und meine 52 Brigaden haben drauf eingekloppt, beziehungsweise meine Division inzwischen schon. Ja, 3 Stunden später gucke ich immer noch rein, immer noch meine 52 Mann, die immer noch auf diese eine Brigade eindreschen, also.
Im Endeffekt kann man sagen, ne, tapfer gekämpft, tapfer gekämpft. Ne? Ah, Palmyra und Beirut, ja, das wird schön. Als nächstes weiß ich nicht. Das bin ich mir unsicher. Soll ich erst Kaukasus angreifen, solange er hier noch in der Petrouille ist und seine Truppen am Osmanischen Reich verschwendet? Oder soll ich das Osmanische Reich hier angreifen? Oder soll ich in Ägypten einmarschieren? Also demnächst hier Ostlibyen wird definitiv fallen. Ne? Westlibyen sammelt da bereits genügend Truppen. 33 schon die Division. Hier ebenfalls schon eine erste Division. Ja, wo zieht er noch? Genau, seine Truppen von hier oben zieht er nach Saba ab. Oh, ich denke mal, dann wird er Französisch-Westafrika ein bisschen deformieren. Das könnten wir hier unten auch mal machen. Wenn es soweit ist. Französisch-Westafrika hier unten. Auch nur noch 63% Moral. Ach ja, schau an. Westalgerien. Westalgerien fällt bereits über Französisch-Westafrika her. Können wir uns gleich nochmal angucken, ob es auch wirklich so ist. Teamkiller 80 spielt in der großen Allianz. Na, das kann was werden. Genau. Im Krieg mit Französisch-Westafrika besitzt jetzt schon 11 Provinzen statt 10. Moment, das habe ich gar nicht nachgeguckt gerade. Index der Macht. Wir sind auf 60 im Index der Macht. Mit 60 Punkten. Auf Platz 12, nicht auf 60. So. Effizientesten Industrienationen. Die effizientesten Wirtschaftsmächte gemessen an der Wertschöpfung pro 1000 Einwohner. Österreich-Ungarn ganz oben. Ja, nicht unerwartet. Osmanisches Reich, das ist mir sehr unerwartet. Vor allem, da schon zwei Provinzen verloren hat. Litauen. Ja, wie gesagt, Großbritannien, Rumänien, Griechenland, Deutsches Reich, Osaka, Schweden, Grönland, Libyen. Wir sind noch gar nicht drauf. Das wird sich aber ändern. Die ganze Welt wird erfahren, wie mächtig wir denn eigentlich sind. Ne? Weißt ja Bescheid. So, und dann haben wir hier auch nochmal unseren Zeitungsausschnitt. Infanteriebrigade vernichtet. Arabien, Syrien, 3.33 Uhr war das. Um 0.54 Uhr Damaskus. Zweite syrische Infanteriebrigade AG2 wurde zerstört. 0.54 13. arabische Infanteriedivision besetzt die Hauptstadt von Syrien, Damaskus. Während die Kriegsmüdigkeit in Syrien neue Tiefen erreicht, feiern die Menschen in den Straßen von Jerusalem. Das ist doch schön. Was haben wir sonst noch? Genau. Tal Afar, erste syrische Infanteriedivision. Nanu? Erste syrische Division. Ja, wo waren wir denn? Genau, AG1 wurde zerstört. Die 15. arabische Infanteriedivision hat Tal Afar erobert. Damaskus, 6. syrische Infanteriebrigade, AG6 wurde zerstört. Genau, das war nämlich noch die Infanteriebrigade, die er von Palmyra hier oben runtergezogen hat, um Damaskus zu schützen. Kam allerdings zu spät, da waren wir bereits in den Kämpfen und konnten die dann auch in dieser zerstörten Stadt abfangen und erwarten. Ja, Tal Afar hatten wir nur 9 Brigaden als Gegenwehr. Ich weiß nicht, wie viele Verluste es ehrlich gesagt gab. Das habe ich jetzt gar nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall haben wir 10 Leutchen gekillt. Oh, das heißt, es ist während des Kampfes ist nochmal eine Truppe gespawnt. Da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin, genau. Verluste seit Beginn des Krieges. Syrien hat 35 Mann verloren. Ich nur 19, also 35.000 und 19.000. Ne? Das ist dann mit der Multiplikation der Zahl. Beziehungsweise einfach mal ein paar Nullen dran gehängt. Ah ja, das Orakel 98, neuer Spielleiter dieser Runde. Wurde der Spielleiter für diese Runde inaktiver Spieler für neue Spieler freigeben, sollte dies aber nur nicht zu eigenem Vorteil tun. Infanteriedivision vernichtet Deutsches Reich Schweden. Ach, schau mal an. Wo waren das? Hamburg, Schweden will Öl. Schweden will auf Ölprovinzen rübergreifen. Und da gab es ein Battle. Aber die Infanteriedivision wurde zerstört. Da ist Deutschland anscheinend noch sehr stark. Oder die Moral war einfach im Eimer von den Schweden. 13 Mann haben sie verloren, Deutschland nur 6. Also Brigaden. Ich sag dauernd Mann. Das sind ja eigentlich Brigaden. Ja, Revolte in Frauenbach, Sibirien. Aufstand in Frauenbach und Friedrichsthal, genau. Revolte in Sarajevo, Serbien.
Sarajevo, Geschichtskundigen, wird der Name schon einiges sagen. Teil des Auslösers des Ersten Weltkriegs. Osmanisches Reich, Kaukasus. Kaukasus, 49.000 Mann verloren, Osmanisches Reich erst 32.000, beziehungsweise 49 Brigaden, 32 Brigaden. Ja. Insgesamt steht der Kaukasus schlechter da, was die Verlustzahlen angeht. Dennoch tippe ich mal drauf, die werden den Osmanen, das Osmanische Reich, einfach überrennen. Da der Typ hier einfach auch nur am Pennen ist, habe ich den Eindruck. Naja. Also es ist wirklich so, man sollte hier mindestens einmal am Tag reingucken, um die Entwicklung zu sehen. Zu sehen, wie das Ganze inzwischen aussieht, welche Provinz man verloren hat, wer einem zufällig den Krieg erklärt hat, während man abwesend war. Ne? Und damit die KI einen nicht übernimmt. Weil wenn die KI die Länderführung übernimmt, dann versetzt es hier mal die ganze Wirtschaft meistens ins Minus. Beziehungsweise haut alles hier 50, 50, 50, 50, 50, 50. Und das kann meistens natürlich einfach nicht passen. Das heißt, man ist dann wirklich, man hat hier beides im Minus, manchmal da alles im Minus. Also es ist wirklich manchmal für'n Arsch. Aber naja. So, was können wir hier noch machen? Ich glaube, an der Stelle war ich vorhin schon, dass ich mich das gefragt habe. Mal kurz gucken. Oh, 90. Ja. Moral fallend. Moral fallend. Freut mich nicht. Ob. Ja, da auch fallend. Hier für 36% Aufstand wieder statt 0%, die wir vorher hatten. 0% grün gefärbt. Das war, weil wir hier Truppen stationiert hatten, ausreichend Truppen. Also, oh Moment. Das heißt, wir hätten hier ja vorher eine Armee mit 52 Mann. Ach, verdammt. Reduziert auf eine Division. Ja, ich kann auch kurz mal schauen. Na. Hängt er nicht. Hängt nicht. 80 hätten wir zur Verfügung und ein Panzerwagen. Ich glaube, einen Moment. Ja, ein zweiter Panzerwagen befindet sich bei Hail noch in Produktion. Den werden wir noch dazu fassen. Dann hätten wir schon eine Armee. 80 Brigaden, zwei Panzerwagen. Ja. Die hier, die 12er Brigade Arabische Infanteriedivision AF4. Lass ich mal stationiert, nur für den Fall. Oh. Da haben wir schon den Fall. Erding 17 ist jetzt Besitzer von Ägypten. In diesem Fall hat sich die Lage geändert. Ich kann jetzt nicht mehr sicher sein, dass hier nichts passiert. Ich überlege gerade auch, sollten wir jetzt ein Bündnis mit Ägypten eingehen und ihm sein Schicksal überlassen? Ein Bündnis einfach nur zur Sicherheit, dass er uns nicht angreift und dann über die syrischen Provinzen den Kaukasus angreifen und uns dann nach Europa ausweiten, was allerdings schlecht ist, weil wir hier unten die schönsten Ölreserven haben. Also, hupsala, da spackt da wieder ein bisschen. Ja, der Osmane bombardiert weiter Mutter Riese, Rize, Ritze, Ratze, Rotze. So. Ach, Don Kosak. Ja, es ist. Hier, dann machen wir schon mal Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk. Oh Gott. Miam, miam, miam. Ja, Don Kosak und Nipi sind zwar schön Ölprovinzen und Elista im Kaukasus. Ist auch schön. Allerdings, ja, okay. Plus 460 in der Stunde. Ja, okay. Ich denke, wir können es uns leisten, ein bisschen Öl an Zwischenprovinzen zu verlieren, wie Getreideprovinzen, die ja Öl auch ein bisschen mit verbrauchen. Also jede Provinz verbraucht gewisse Rohstoffe mit. Das heißt, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Beirut und Palmyra eingenommen haben, haben wir hier Öl weniger, also stehen wir im Öl ein bisschen weniger in der Produktion da, in der Kohle, im Holz, höchstwahrscheinlich auch.
Eisenerz auch, Fisch auch, halt. Obwohl, nö, das erhöht sich ja durch das, was einnehmen. Ja, genauso. Aber ich glaube, aufgrund der Situation, ja, es lohnt sich für uns eher, wenn wir Richtung Kaukasus ziehen. Sonst plagen wir uns hier mit so vielen Provinzen rum. Wir haben hier nämlich nur eine Eisenerzprovinz, beziehungsweise zwei Eisenerzprovinzen und eine Holzprovinz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei uns irgendwas raushauen könnte. So bei, ja, den ganzen Provinzen, die wir dann mit einnehmen, die uns dann wieder den Verbrauch erhöhen. Also ausschließen will ich es ehrlich gesagt nicht. Machen wir hier eben nochmal. Ich weiß, es wird uns ins Minus gehen. Aber. Ups, wo haben wir es denn? Ach da. Erhöht die Rekrutierungsgeschwindigkeit von Infanterie gegen Getreide. Produktionszeit noch 23 Stunden, 59 Minuten. Ist doch mal was. Und ich glaube. Komm. Panzerwagen. Schöne neue Einheit. Hauen wir gleich mal mit raus. Ja. Ansonsten denke ich mal, wir entscheiden demnächst, wen wir angreifen, beziehungsweise schauen dann, ob das mit Kaukasus auch klappt. Wie viele Provinzen er jetzt bereits hier vom Osmanischen Reich hat, die können wir uns dann nämlich miterobern, ohne ihm den Krieg zu erklären. Recht praktisch. Ich hoffe mal, demnächst wird er von Konya nach Ankara rübergehen. Oder Smyrna. Ja, Smyrna wäre auch schön. Doppelter Stahl und Ankara doppeltes Holz. Beziehungsweise Stahl, sag ich da, und Eisenerz. Und Antalya ist auch Eisenerz. Nikosia ist Eisenerz. Famagusta ist Kohle. Ja, okay, könnten wir auch gebrauchen. Sinope ist Holz. Bursa ist Fisch. Na gut. Konstantinopel, nur brauchen wir nicht unbedingt, aber wäre ein schöner Brückenkopf. Also, wenn wir Konstantinopel einnehmen, haben wir einen schönen Brückenkopf. Um dann weiter Richtung Bulgarien, Griechenland oder sonst wen vorzurücken. Ja. Ich denke mal, dabei belassen wir es erstmal und ich versuche das Knistern, Knacken und Rauschen am Anfang und während der Aufnahme in den Griff zu kriegen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Supremacy 1914.